Vielen Dank, Herr Präsident. Also, dass Herr Juncke hier Obergrenzen, so eine pauschale, vehemente Absage erteilt, das streiche ich mir auf jeden Fall schon mal im Kalender an. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben jetzt natürlich zu Recht erwartet, dass meine liebe Kollegin Regina Kittler hier jetzt gewohnt engagiert über Kulturpolitik redet. Und das hätte sie natürlich auch sehr gerne getan. Ich auch. Mir geht es auch so. Aber damit wir gemeinsam sicher durch die Krise kommen, müssen wir eben auch persönliche Einschränkungen in Kauf nehmen, um Risiken zu minimieren. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass Sie Verständnis dafür haben, dass ich jetzt kurzfristig einspringen musste. Wie wir haben viele Berlinerinnen und Berliner über Monate jetzt schmerzhaft erlebt, wie Kultur fehlt, wenn sie plötzlich nicht mehr erlebbar ist. Durch den Verlust von Theatern, Ausstellungen, Konzerten, weil sie nicht mehr ins Museum, ins Kino, in den Jazzkeller um die Ecke oder eben in den Club gehen konnten. Keine Lesungen zu neuen Büchern mehr erleben, keine Bücher konnten sie ausleihen, Lesesäle nicht mehr für Studien nutzen. Die Musikschulen und Jugendkunstschulen standen für niemanden mehr offen und niemand konnte mehr im Chor singen. Das hat gefehlt. Ich danke an alle, die in dieser Zeit trotzdem Verständnis hatten für die Einschränkungen und sie solidarisch mitgetragen haben. Und wem es noch nicht klar war, dem wurde es spätestens jetzt in der Corona-Krise klar, Kultur ist gesellschaftsrelevant und essentiell für die demokratische Selbstverständigung unserer Gesellschaft. Die Corona-Pandemie verstärkt aber auch im Kulturbereich Probleme, die es schon vorher seit langem gab. Kultur ist häufig nicht ausreichend finanziert. Trotz immenser Verbesserungen auf Berliner Landesebene in der laufenden Legislaturperiode mit rot-rot-grüner Regierung. Das Fördersystem wie auch ein Großteil der kulturellen Infrastruktur sind nicht auf Ausfallszenarien wie die aktuelle Pandemie vorbereitet. Die Folgen, insbesondere für freie Künstlerinnen und Kulturschaffende, können nicht aufgefangen werden. Kunst und Kultur finden häufig unter so prekären Bedingungen statt, dass jede Krise direkt zur Existenzbedrohung wird. Das ist aber kein Berliner Problem, sondern ein bundesweites. Die Ursachen sind klar zu benennen. In Reaktion auf die Haushaltsnotlage der 2000er Jahre und die Finanzkrise vor 12 Jahren gab es harte Sparrunden, gerade auch auf Landesebene und in unseren Bezirken. Und das rächt sich jetzt. Diese Fehler der Vergangenheit dürfen wir nicht wiederholen. Mit Einsparungen im Kulturetat saniert man eben keinen Haushalt. Man beschädigt so einen Bereich, der für eine solidarische und demokratisches Zusammenleben von unschätzbarem Wert ist. Unsere Aufgabe, finde ich auch, unsere Aufgabe ist es, Kultur zu erhalten und gleichzeitig alles nur Mögliche zu tun, um sie in der Zukunft krisenfest zu machen. Zoe Claire Miller, Sprecherin des BBK, drückt es in einer Anhörung im Kulturausschuss so aus, und ich zitiere: Die Kultur, ihre Fragilität, ihre Systemrelevanz ist in diesen Tagen in aller Munde, aber ohne entsprechendes Handeln kommt das kollektive Lob für die Kultur dem Klatschen für Krankenpflegerinnen ohne Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen gleich. Und das gilt für den gesamten Kulturbereich. Es gilt für die großen institutionell geförderten Kultureinrichtungen und ihre Mitarbeiterinnen, Ensembles und Orchester, ebenso wie für die vielen selbstständig arbeitenden Kulturschaffenden der freien Szene. Aber letztere trifft die Krise wohl am härtesten. Bundesweit sind freie Kulturschaffende mangelhaft sozial abgesichert. Befristete, niedrig vergütete Arbeitsverhältnisse und der hohe Anteil von Projektförderungen lassen keine Rücklagenbildung zu und stellen sich als extrem krisenanfällig heraus. Die pandemiebedingten Eindämmungsmaßnahmen haben im Frühjahr vielen freischaffenden Künstlerinnen und Kulturschaffenden von einem Tag auf den anderen ihre Arbeitsgrundlage entzogen. Viele sind so innerhalb weniger Wochen in eine existenzielle Notlage geraten. Der Bund hat es zwar in kurzer Zeit geschafft, umfassende Kurzarbeitregelungen für Angestellte von Betrieben, also auch von Kulturinstitutionen, umzusetzen. Für die Solo-Selbstständigen, und zwar spartenübergreifend und in allen Branchen, gibt es aber bis heute keine entsprechenden Auffanglösungen. Dies ist vor allem ein Versagen und eine klaffende Lücke der Bundesregierung. Applaus
Aber hier ist das Land Berlin eingesprungen. Die Soforthilfe 2 aus Landesmitteln hat schnell und unbürokratisch sehr vielen Kulturschaffenden einen Zuschuss gewährt. Dieser Zuschuss ist zwar zeitlich auf einige Monate beschränkt und kann die noch lange andauernden Arbeitsbeschränkungen nicht vollständig überbrücken. Aber erstmalig hat eine solche Hilfe auch die Lebenshaltungskosten der Menschen mit eingeschlossen. Denn finanzielle Hilfen, die allein auf die Abrechnung von Betriebskosten abzielen, gehen an der Lebensrealität eines großen Teils der selbstständigen Kulturschaffenden völlig vorbei. Ein Großteil der Kulturschaffenden arbeitet frei mit Werk- und Honorarverträgen, selbstständig in Projekten oder wechseln zwischen Selbstständigkeit und Anstellungen hin und her. Die meisten erhalten dabei unterdurchschnittlich wenig Lohn. Die Jahreseinkommen liegen zwischen 8.000 und 17.000 Euro, wobei Frauen zusätzlich meist deutlich weniger als Männer bekommen. Deshalb reicht es auch nicht, Kredite zu gewähren. Sie bringen nur eine später eintretende Überschuldung nach sich. Die Zahlung von Die Zahlung von Zuschüssen hingegen ermöglicht ein Weiterarbeiten unter Corona-Bedingungen und sichert so Kulturorte. Es ist deshalb auch nur folgerichtig, genau das auch von den Bundesprogrammen einzufordern. Die Linksfraktion fordert deshalb entsprechend der am 5. Juni 2020 auf Initiative der Länder Berlin und Bremen beschlossenen Entschließung des Bundesrats, dass die Kriterien der sogenannten Überbrückungshilfen des Bundes an den spezifischen Bedarf der Kultur- und Kreativbranche angepasst werden und dass es möglich wird, einen Pauschalbetrag als Einkommen zu beantragen. Und das wäre doch wirklich mal ein Paukenschlag oder eine Fanfare des Bundestags und der Bundesregierung, die Sie hier setzen könnten für die Kulturbranche. Darüber hinaus müssen wir die Orte, an denen Künstlerinnen und Kulturschaffende arbeiten, erhalten. Die Krise wird sonst unwiederbringliche Verluste von kultureller Infrastruktur bedeuten. Mit dem Programm Soforthilfe 4, finanziert aus Landesmitteln und in mehreren Stufen aufgesetzt, steuern wir hier gegen. Ich danke allen für die Soforthilfen im Namen aller derjenigen, denen damit geholfen werden kann, an den Senat und natürlich Klaus Lederer, die sehr stark dafür gekämpft haben und alle anderen, die daran beteiligt waren. In einer Krise ist es notwendig, schnell und zielgerichtet zu helfen. Parallel aber müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wie es danach weitergehen soll. Wir können nicht immer ein Hilfsprogramm nach dem anderen aufsetzen, sondern wir müssen auch Ideen entwickeln, wie wir im kommenden Jahr und in Zukunft Kulturschaffende und Kulturorte wieder ins Arbeiten bringen, wie wir sie langfristig stärken können. Für mich ist also klar, nach den Liquiditätshilfen muss ein kulturelles Konjunkturprogramm kommen. Ein großartiger Schritt in diese Richtung ist die Initiative Draußenstadt, zu der Klaus Lederer im Juni gemeinsam mit den Bürgermeisterinnen von Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Pankow aufgerufen hat. Aber eine krisenfestere Kulturförderung muss außerdem insgesamt langfristiger, autonomer und weniger projektorientiert gedacht werden, mit dem Ziel, kontinuierliches künstlerisches Arbeiten zu ermöglichen. Hier sind jetzt in Auslosung stehende 2000 Stipendien ein Signal, worüber die freie Szene schon lange mit uns diskutiert hat und das unbedingt über die Corona-Zeit hinaus überleben sollte. Und um die explosionsartig steigenden Gewerbemieten und die daraus folgende Verdrängung auch von Kultureinrichtungen zu stoppen, muss Berlin auf Bundesebene sich für einen Gewerbemietendeckel einsetzen. Oh doch, das ist dringend nötig, auch für soziale und Kultureinrichtungen in dieser Stadt. Wir suchen ja immer ein bisschen nach dem Positiven und der Chance in der Corona-Krise. Und die finden wir oft spartenübergreifend in der Digitalisierung, so auch im Kulturbereich, wo künstlerische Projekte ins Digitale abgewandert sind und einen enormen Schub deswegen auch die Digitalisierung im Kulturbereich gefunden hat. Aber wenn verstärkte digitale Formate angeboten werden, müssen wir auch überlegen, wie und wo das passieren soll. Wollen Künstlerinnen und Künstler und Kultureinrichtungen ihre digitalen Angebote bei kommerziellen Drittanbietern zur Verfügung stellen, sie auf den eigenen Seiten zum Download oder zum Stream anbieten? Oder kann man vielleicht eine gemeinwohlorientierte, nicht kommerzielle Kulturplattform etablieren, zum Beispiel in Kooperation mit den öffentlich-rechtlichen Sendern? Was kann kostenfrei angeboten werden? Wofür brauchen wir Bezahlformate?
Das alles sind Fragen, die wir diskutieren sollten mit den Künstlerinnen und Künstlern, die bereits Erfahrung haben im digitalen Raum, wie zum Beispiel Maschina X, auf die wir im Oktober gespannt sein dürfen, oder den Leuten von Kultur Be Digital. Mit denen werden wir darüber auch künftig sprechen. Zum Abschluss möchte ich mich selbstverständlich bedanken für die unglaubliche Solidarität. Statt um das Wenige zu kämpfen, gab es in der Kulturszene Berlins von den großen geförderten Häusern bis zur freien Szene ein Miteinander und die Bereitschaft, gemeinsam diese Krise zu bewältigen, kreative Lösungen zu finden und mit uns, mit Klaus Lederer, mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten. Herzlichen Dank an euch alle. Haltet durch. Berlin braucht euch.